Ja, seit Mitte August wird gleich viel getestet. Seitdem steigt die Zahl der positiv Getesteten. Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Heyerly. Wir wissen vor allem, das haben wir übrigens schon im August diskutiert, wir wissen vor allem, wo es die Hauptansteckungspunkte gibt, nämlich beim Feiern, beim Geselligsein, zu Hause, privat oder eben in der Veranstaltung, auf der Party, im Club. Und das ist genau das, wo jetzt eben auch die Maßnahmen ergriffen werden und notwendig sind. Genau da, das ist ja der Punkt, die einschränkenden Maßnahmen, die man ja immer wieder dann auch überprüfen muss, die leben ja auch von der Akzeptanz der Bürger. Und die ist, das muss man sagen, immer noch hoch, aber sie wackelt. Zuerst einmal ist mir wichtig, ich finde die auch als Abgeordneter, der ich ja bin, und als Bürger die Debatte wichtig, die Debatte auch im Parlament. Es geht um die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Es geht um Zumutungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft, um soziale und wirtschaftliche Fragen. Und natürlich muss das auch und wird es ja auch im Parlament diskutiert werden, meinetwegen auch gerne noch häufiger. Jens Spahn, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute. Sehr gerne. Wir wissen vor allem, wo es die Hauptansteckungspunkte gibt, nämlich beim Feiern, beim Geselligsein, zu Hause, privat oder eben in der Veranstaltung, auf der Party.